unangenehm an der Stelle. Alter. Das war die Karte, da steht nicht meine. Ich hab mir aber Schluck da. Was ist denn nach Hause? Ich warte mal. Oh, neuen Büro und bin dann direkt hier hingefahren. Egal, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Wir haben mal wieder keine Ideen, was wir machen sollen. Also ich schon, du nur nicht. Also, ich hab den Lust im Hals. Ich glaube, ich darf die Schokolade mit Nüssen nicht mehr essen, weil ich so lecker, aber ich stecke mir am Hals fest. Ja, du musst sie einfach ordentlich runterschlucken. Nee, ich wirklich, der Hunde so. Leute, wir haben heute das innovativste YouTube-Format aller Zeiten. Ja, erzähl doch, was wir machen. Wer würde eher, und ich habe natürlich jetzt hier die Fragen direkt alle selber ausgesucht, macht eigentlich gar keinen Sinn. Wir gucken uns jetzt trotzdem einfach mal an. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt sofort. Auf geht's. Los. Also, Jolly, wer würde eher? Ich habe so lange kein Twitter mehr gesehen. LOL oder LEL? Bitte was? Ja, von Twinty. LOL oder LEL? Was würdest du eher sagen? Hä, das ist doch gar kein Jolly oder Remy? Jolly oder Remy? Bist ja einfach zu dumm für das Video. Machen wir aber direkt die nächste Frage. Wer würde eher sagen, lasst auf die Fragen der Kinder bei Twitter und uns ein paar gute ausdenken, das Video muss 10 Minuten tragen? Der erste Teil bin ich. Die Fragen der Kinder. Fragen gute ausdenken. Mhm. Und der zweite Teil bist du mit den 10 Minuten. Ja, stimmt, weil ich mache ja Videos, die müssen ja auch nur 10 Minuten sein. Ja. Wenn man nur eins alle. Ich liebe das, dass inzwischen Kommentare unter deinen Videos kommen, wenn es mal nicht 9 Minuten sind, dann ist es so richtig so Ehrenmann, nicht auf 9 Minuten gestreckt. Es sind 10 Minuten. Thomas, meine ich doch. Es sind 10. Wenn's 10 Minuten. Oh mein Gott, wieso sage ich 9? I don't know. Ich habe Thomas beigebracht, dass er das immer noch strecken muss. Ich weiß, aber manchmal macht das nicht. Und dann sagen alle Ehrenmann Review. Nee, manchmal fragt er mich, soll ich es auf 10 Minuten strecken? Dann sage ich Thomas, nein. Heute haben die Leute nur eine Werbung verdient. Dann gibt es recht großen Applaus. Ja. Wer würde eher im Bootshaus anfangen? Schlange zu tanzen. 3, 2, 1. Sowas von safe, Jody. Ihr wisst gar nicht, was wir da alles schon erlebt haben, Leute. Ich Stange, es gibt zwar keine Stangen, aber es gibt große Träger und Tische, auf denen Jody schon getanzt hat. Ich tanze mal auf den Trägern. Nee, das ist nicht beim Festkalten, wie King Kong. Kopf über, weil du betrunken warst. Weil Tequilas hast du den Hals rumgedreht. Tequila, ich hatte Tequila. Und einmal hast du den Kühlschrank rumgetreten. Weißt du was noch? Das war ich nicht, das war jemand anders. Den du aber kennst, also dein Freund. So. Nee, aber du hast perfekt, den nächste dein Freund, Frage. Freund damit gar nichts zu tun. Boah, wer würde eher aufhören zu atmen? Hä? Ja, safe, Alter. Warum? Ab jetzt. Okay, ist jetzt mein Kanal? Doch, nehme ich. Das ist der Sound, den ich mache, wenn ich sterbe. Dann müssen alle hier, Alter, aufhören, dann machst du so. Ich habe einen richtigen Videospielcharakter, so. So, wenn man so einen Videospielcharakter so was Geiles und einen so umbringt, macht wie so. Und ich mach so. Ja, interessante Frage auf jeden Fall. Direkt die nächste. Wer würde eher eine lebendige Ratte ganz essen? Was sind das für Fragen? Wer interessiert das und was soll okay, man dafür mehr stopp, werden? Stopp, stopp, stopp. Das ist ja noch nicht mal witzig. Das ist total scheiße. Dieses. Au, der hat meinen Fuß einfach gehauen. Au, genau. Also folgende Situation. Stell dir vor, du bist einfach hungrig auf einem einsamen Island, aber du bist pazifistisch. Bist du natürlich auch eine lebende Ratte essen. Richtig, aber du kannst sie nicht töten, weil du pazifistisch bist. Ja, ich töte mich doch, wenn ich die esse. Ja, richtig, aber das. Ja, aber das aber. Ja, musst du aber dann machen. Würdest eher du die Ratte dann essen oder ich? Du. Richtig, okay. Nächste Frage. Wer würde eher im Falle eines Notfalls in der Lage sein, ein Flugzeug sicher zu landen? Wo? Ich, weil ich hab's schon gemacht. Ist ja überhaupt nicht. Ich war beim Flugsicherheitstraining zweimal, habe ich schon. Beim Flugsicherheitstraining, das sind die Leute, die auf dem Feld stehen und mit so Dingern winken, damit die Flugzeuge sacken. Das meine ich gar nicht. Ich war einmal bei Helikopterfliegen in so einem Simulator, das war aber so ein richtiger Simulator, den die nutzen. So ein richtiger, ne? Meinst du, die sich immer vorm Primark stehen für 50 Cent, wo man sich reinsetzen kann? Nein, so einer, der wirklich so mit sich so Jets und so. Ich bin so Jet geflogen und ich habe den gelandet. Und dann war ich noch einmal mit Mokuba zusammen bei so einem Flugdingsbums und Kim, weil wir wollten Mokuba beibringen zu fliegen. Und dann war ich auch dabei. Und wir haben das auch, ja, ich kann das. Ich weiß okay, gar nicht, aber das Ding ist, glaube ich, wenn du halt die Verantwortung über mehr als eine Person als über dich selber hast, würdest du durchdrehen und alle Leute einfach umbringen. Never, ich wäre so ein guter Pilot. Okay, dann wird doch jetzt Pilot. Ja, siehst du, also würdest du es gar nicht schaffen, weil du würdest ja die Augen zumachen. Nee. Doch, du würdest ja die Augen zumachen und direkt irgendwo hinfliegen. Nächste Frage. Also ich würde es auf jeden Fall gewinnen. Ja, genau, gewinnen würdest du. Wer würde sich eher mit sich selber betrügen? Was ist das für eine Frage? Ja, also wenn es dich jetzt schau, angenommen, du kämpfst hier nochmal rein, würdest du dich flachlegen? Nein. Ich würde mich selbst flachlegen. Warum? Bin ich dann schwul?
Eigentlich bin ich ja nur selbstverliebt. Nee, du hast ja dann trotzdem ein Ding. Okay, ich komme als Frau rein. Nee, wäre saugeil. Wäre saugeil. Wäre so geil. Was? Du bist hässlich als Frau. Nächste Frage. Wer würde eher beginnen zu kiffen? Was ist das denn schon wieder für eine Frage? Die raucht immer passiv, wenn wir überall sind. Stellt sich immer neben Leute. Immer inhalieren, immer ein. Würdest du es anfangen? Ich nicht. Wer würde eher einen Dreier mit Smurf und Kelly haben? Mit Smurf? Mit deinem Bruder? Dann wenigstens Kelly. Ja, stimmt. Für jede Chance nutzen. Ja, ganz ehrlich, Kelly ist... Was? Nein, du kannst das jetzt sagen und ich nicht, oder was? Oh, nicht. Ja, geil, stimmt. Warum nicht die Junge? Kelly, nimm mich. Kelly. Oder uns beide und schon Smurf. Kelly. Oh, das tat richtig weh, glaube ich. Aua, das tut weh. Ich habe gewonnen. Nächste Frage. Hast du jetzt hier so einen Abdruck von deinen Zähnen? Das blutet. Ah. War das da schon so rot vorher? Nein, das kriegst du war nicht rot. Ja, doch, es war ein Pickel, der aufgegangen ist. Nächste. Wer würde eher die erste Klasse wiederholen wollen? Nee, ja. Safe, auf jeden Fall. Eigentlich. Ich brauche so ein paar Sachen, die im sozialen Wesen, die mir einfach fehlen. So grundlegende Empathie, Menschenkenntnis, all das, was ich nicht mitbekomme in der ersten Klasse. Boah, erste bis sechste Klasse habe ich die ganze Zeit gepopelt. Durchgehend. Ja, so, aber in beiden Ohren. Ich habe mir zugehört. Gepopelt in den Ohren. Ja, ja, wie nennst du das? Bohren? Bohren. Bohren in den Ohren? Wer würde eher eine Trennung vortäuschen, damit man Klicks macht? Save du. Ich erinnere mich nur, kannst du an das Video? Ich pranke meinen Boyfriend zweimal in London. Das war kein Clickbait. Wenn man nachgezählt hat, das waren nur 16. Nein, es waren 20. Manche Leute haben so gesagt, das ist mehr als 20. Ich habe 20 nur gezählt. Alter, du bist ja krass. Ja. Okay, würdest du denn machen? Nein, ich hab nur dazu, weil mir ist noch Klicks sowas von egal. Ja, stimmt, du hast genug Placements. Nein, auch das nicht. Wovon lebst du? Ja, das weiß ich im Moment nicht so genau. Dann ich. Ja. Jack-Hacker fragt, wer würde eher in einem Bett mitten auf einer Wiese mit hohem Gras und ohne irgendeinen Schutz 3 Nächte lang schlafen? Was? Wieso habe ich das geliked? Okay, ganz kurz. Wenn ich jetzt nein, falsch, weil. Klar, ich habe Pollenallergie. Ja, ich würde innerhalb dieser 3 Nächte sterben. Aber du bist Stadtkind und du würdest das gar nicht aushalten, weil du gar nicht wüsstest, was du 3 Nächte da machen sollst. Oft war ich campen, einfach so. Warst du 3 Nächte lang auf offenem Feld mit einem Bett? Ich war nicht in einem Zelt halt. Das zählt nicht, ein offenes Bett. Hast du einfach mal in einem Cockpit geschlafen? Ich wünschte, ich hätte das. Ich habe das nicht gemacht und seitdem habe ich Pollenallergie. Das ist dieses Flugzeug, über dich geflogen, dass du Pestizide spritzt. Pestizide und Giftgas. Oh. Senfgas war's. Mm. Seitdem fehlen mir ein paar Sachen im Kopf. Senf lecker. Wir können es ja zusammen machen. Wir können ja, ja okay. Nacht einfach. Challenge auf meinem Kanal. Bald. Oh, auf deinem Kanal? Was? I said it first. Hashtag, wer würde eher diesen Hashtag haben wir nie benutzt nach Sex fragen? Wen und was? Hashtag? Ja. Jody. Hashtag Jody? Ja, Hashtag Jody. Wer würde eher nach Sex fragen? Ja. Ich weiß auch nicht, wen oder was, keine Ahnung. Würdest du einfach machen, oder? Nein, du. Du fragst ständig. Ich frage immer nach. Immer Leute auf der Innenstadt. Hallo. Hi, Sex. Sex vielleicht? Nein? Tschüss. Nee, du. Ja, ich? Ja, du. Okay, gut. Wer würde eher auf die Straße gehen und ein peinliches Lied singen? Wieso krieg ich alles Schlechte ab? Ja, ich aber auch stopp. Bei dir. Du kriegst doch auch mir alles schlecht. Das ist nicht schlecht überhaupt. Erstmal kannst du viel besser singen als ich. Nein. Kompliment. Erstmal Kompliment. Danke dafür. Dann hast du auch Lust also dazu. Tatsächlich, ich singe einfach manchmal, wenn ich Bock drauf habe. Aber ich glaube, so richtig auf die Straße gehen und so ein Lied singen, das würdest du eher machen, weil du eher so ein Video zum Beispiel drehen würdest, wo man so eine Challenge machen muss und dann würdest du das die, machen. Wer kennt denn die peinliche Straßenlieder? Ja, sowas gibt's peinliche Straßen-Challenge, so, oder? Sowas wie dieses von Felix. Felix macht alles oder sowas. Sowas würdest du eher drehen als ich. Ich habe das früher gemacht, Challenge Jody. Wer würde sich eher einen Zungenpissing stechen? Okay, das bist aber wirklich du. Ja, das bist wirklich du. Aber würde ich nicht. Warum? Weil ich das nicht schön finde. Weil dann machen wir mal so. Ich glaube nicht, dass Leute das automatisch machen, die so einen Zungen. Doch, die machen alle mal so. Durchgehend? Ja. Die lassen durchgehend ihre Zunge raus. Sag mal, wie die das machen? Ich ja. Weiß, ich, also... Ja, weil die mit ihrem Zungen so im Spielen sind. Ja. Du machst ja. Das automatisch, wenn du irgendwas in den Mund hast, machst du automatisch irgendwas. Ey, wie cool wär's, wenn du so ein Zungenpiercing hast mit so einem kleinen Messer drin, was du so aufklappen kannst, so. Und dann kannst du damit so Leute abstechen, so. Au, au. Dann bist du der Zungenpiercing-Mörder, weißt du? Ja, dumme Theorie, Jordi wird es auf jeden Fall machen. Nee, ich würde es nicht machen, aber ich würde es machen, wenn ich es also eher als du. Wer würde eher versuchen, Brot zu backen, dabei Mehl mit Cheesepulver verwechseln und die ganze Küche in die Luft sprengen, weil man einfach so dumm wie Brot kocht? Nee, ich kann gut kochen. Ich habe doch nicht mal Cheesepulver. Warum sollte ich Cheesepulver haben? Du bist ja wohl derjenige, der am ehesten kochen würde, ein Brot backen würde. Ein Brot backen würde und Cheesepulver hätte. Warum? Weil du sowas hast.
Weil ich einfach du so hast zum Beispiel Jet am Flughafen, an der Sicherheitskontrolle, in deinem Querdingsbums-Patronen. Das stimmt nicht. Da war nichts mehr drin. Aber ich musste tatsächlich am Flughafen mal zum Sprengstofftest, weil... Andauernd, ich hatte PC. Immer, nein, aber ich hatte mal... Ich hatte mal an meinem Rucksack dabei. Und ganz viel Silvester. Und dann haben die rausgezogen. Dann kam die Polizei und gesagt, ja, sie haben Schwarzpulver, Schmauchspuren an ihm. Und ich so... Das ist wegen Feuerwerk. Ja. Und dann haben die mich kontrolliert und dann habe ich recht bekommen und bin weggeflogen und habe Feuerwerk gezündet im Flugzeug. Gut, ich würde sagen, da wir erst bei... müssen wir, wenn so scheiße schneiden, müssen wir noch 6 Fragen hinter dran hängen. Das reicht nicht einfach. Ganz ruhig hier. Wer würde eher weg von Deutschland ziehen? Jody Kalusi! Kommst du bitte wieder hierhin zurück? Ich würde das machen. Ich aber auch ein bisschen, aber noch nicht. Irgendwann werden wir das mal machen zusammen. Wohin? Thüringen, Bayern. Bayern ist nicht Deutschland. Saarland ist nicht Deutschland, ist eigentlich Frankreich. Saarland. Kannst du nicht sagen, kriegst du wieder Ärger von den Saarländern. Mallorca, oder? Schön Deutschland. Du würdest nach Mallorca ziehen. Ich würde nicht nach Mallorca ziehen. Hast du mal überlegt? Ja, Ballermann 6. Wer würde sich eher etwas im Gesicht tätowieren lassen? Eher auch wieder ich, aber ich würde es auch nicht machen. Aber schon eher du? Schon eher. Weil du schon Tattoos hast? Genau. Ich habe nur gar keine. Nee. Also noch keine, die ihr kennt. Ich habe ein kleines Tattoo, das kennt nur Jody. Es ist super, super. 5 Daumen hoch, dann zeige ich das. Hä? Du hast kein Tattoo. Du weißt doch nicht. Doch, ich du hast gleich, nicht kennen. Ich fahre gleich danach zum Tattoo-Termin. Alles gut. Ich tätowiere mir das. Wer würde eher eine Fanpage anzeigen, weil sie ein Bild von euch mit einem Meme enthalten ist? Stopp, Artikel 13. Ganz ehrlich, Leute, das ist das Recht, auch wenn ich eine Person öffentlichen Lebens bin, das ist mein Bild, das ist mein Recht. Und ihr werdet alle noch abgemahnt, die ganzen Fan-Edits. Ihr werdet alle abgemahnt, auch die ganzen Fanarts. Du wirst auch abgemahnt, weil du hast Bilder mit mir auf deinem Instagram. Ich mache aber zuerst ab, deshalb habe ich gewonnen. Den Prozess an der Stelle einfach. I call it first, wie du mit dem Video. Und damit, Leute, würde ich sagen, war es ein wunderschönes Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, bereitet euch darauf vor. Das nächste Video kommt dann in 2 Jahren gemeinsam mit Jody, weil wir echt so viel Content momentan gemeinsam machen, das ist der Wahnsinn. Wir haben halt keine Zeit. Immer busy, immer am Grinden. Leute, das war's. Lasst einen Daumen nach unten, schaut bei dem Jordi vorbei. Tschüss.